Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Mein Auge juckt. Also, ja, heute ist Donnerstag und ich sitze gerade hier an dem Computer und arbeite ein bisschen. Ich mache ein Gewinnspiel fertig für Instagram. Ich weiß gar nicht. Ja, wenn ihr vielleicht jetzt noch auf Instagram vorbeischaut, vielleicht ist es, ich weiß gar nicht, wann kommt. Könnt ihr vielleicht noch ausgehen, also checkt das auf jeden Fall mal ab. Instagram. Mist, ja, Diamante. Da läuft nämlich gerade ein Gewinnspiel. Da kann man zwei Tigerboxen gewinnen. Also, zwei Gewinner, jeweils eine. Ja, wo ist denn mein Kaffee? Hier, ich trinke gerade einen Kaffee. Tschüss. Und der Kleine liegt hier im Dschungel. Ich zeige ihn euch. Der ist so süß. Der freut sich jetzt immer so sehr, wenn er diese kleinen Tierchen da unten sieht. Hi, Babe. Was machst du? Was machst du denn da? Was machst du denn da, mein Hadi? Ja, wie es strahlt, schau dir an. Ja, du bist eine süße Mausi, gell? Ich schau mal, und sein Blick ist halt so. Diese Tierchen, vor allem dieser Affe, der strahlt ihn an und er strahlt ihn zurück an, gell? Die Mama macht gerade ein bisschen die Musik an. Na, was sagst du jetzt? Sagst nichts mehr, oder? So süß. Warte. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ah, so. Ausgeschaltet. Sonst wird man crazy. Diesen Dschungel habe ich auf jeden Fall jetzt frisch für ihn bestellt. Diesen Dschungel habe ich auf jeden Fall, glaube ich, ganz schön am Anfang bestellt gehabt. Er war da, glaube ich, gerade mal eine Woche oder so auf der Welt, habe ich ihn bestellt. Weil ich hatte für die Luisa auch einen, aber der ist schon komplett kaputt. He's daddy. What's up? Wo hast du denn jetzt angerufen? Beim EU. Unter dem. Aha. Alles klar. Wir sind seit gestern die ganze Zeit mit dem Gedanken bei einem kleinen Hund. Es ist so. So, kurze Storytime. Ich habe eine Freundin, die sich eigentlich doch sehr aktiv im mal mehr, mal weniger, wie sie es auch geschafft hat. Sie hat, also mit dem, ich kann so von vorne. Wir haben eine Freundin, mit der wir folgen uns auf gegenseitig. Ich kenne sie schon jahrelang, in der ist meiner Teenie-Zeit. Seitdem ich, glaube ich, 14 oder 15 bin, kenne ich die, sie mal halt schon befreundet. Und wir haben nie den Kontakt verloren. Also doch, hin und wieder mal Kontakt verloren, aber dann haben wir uns wieder gefunden auf Facebook und dann auf Instagram und so weiter. Egal, wie auch immer. Sie hat was gepostet in ihren Stories, dass sie für zwei Hunde einen Pflegeplatz sucht. Die sind jetzt, glaube ich, aus Kroatien oder so gekommen und eine Hündin hat Welpen, zwei Stück, und diesen Hund hat sie genommen, also diesen Hund mit den Welpen, und der andere Hund, der ist so süß, ich kann euch ein Bild einblenden, der ist so süß, der andere ist auch süß, aber der ist auch süß, Hunde sind alle süß. Auf jeden Fall ist diese blonde Hündin schwanger, sie ist richtig. Und man weiß halt noch nicht, wie viele Babys sie hat. Und ja, ich habe halt überlegt, ob ich sie nehme, ob wir sie nehmen sollen halt. Und jetzt ist die ganze Familie in Aufruhr. Die Michelle die ganze Zeit, bitte, bitte nehmen wir den Hund, nehmen wir den Hund. Ich bin auch so, oh mein Gott, stellt euch das vor. So viele kleine Welpen dann zu Hause und so. Aber pff, die Arbeit. Ich meine, wir haben ja eh urviel zu tun und so. Dann nochmal, ich weiß nicht, das ist so. Ja, jetzt muss ich halt nochmal mit dieser Frau telefonieren. Also das sind nicht Frau, mit der ich telefoniere, die ist Besitzerin dieses Tierschutzvereins, die sich darum kümmert. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, wenn dann die Welpen auf die Welt kommen, dann ist man traurig, wenn man die hergeben muss und alle werden weinen und alle Hunde behalten. Geht natürlich nicht. Ich meine, das wäre ja mega. So viel zu tun, mit so viel. Ich meine, ein Welpe kann schon echt viel kaputt machen und zerkauen und so weiter, weil es ein Kind ist, ne?
Stellt euch das mal 3 vor oder mal 5. Man weiß auch aktuell zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, wie viele Welpen sie im Bauch hat. Ja, sie ist nämlich gestern erst geholt worden. Ja, das ist etwas, was uns jetzt beschäftigt. Na gut, ich werde auf jeden Fall den Kleinen noch hier ein bisschen spielen lassen, solange er noch ruhig ist, und werde Computer schnell mein Gewinnspiel fertig designen, damit ich es dann posten kann. Ich habe fast auf euch vergessen, meine Lieben, also nur fast. Ich habe voll aus dem Sinn gehabt, dass ich heute mitvlogge, bis es jetzt nur eingefallen ist, dass ich die Kamera auf dem Tisch sehen habe lassen. Hey, der Papa ist da. Ich habe auch vergessen, dass du vloggst. Ja, der Papa ist, jeder ist voll beschäftigt. Der Papa ist im Büro, macht irgendwelche Unterlagen, schneidet ein Video, gleichzeitig alles. Und Kinder holen vom Kindergarten. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben auch schon Mittag gegessen, also wir haben schon gekocht. Wir haben auch schon gegessen. Es gab nichts Besonderes, nur Fischstäbchen mit Reis, also keine große Sache. Wo jetzt unbedingt Sophie, hör auf. Ja, die Luisa hopst hier herum in ihrer Kuh. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hier ist noch eine kleine Kuh. Wir warten nämlich die ganze Zeit auch ganz aufgeregt und spannend, dass diese Tierschutzvereinsdame sich meldet, damit wir wissen, was wir machen. Holen wir den Hund, holen wir den Hund. Holen wir nicht, holen wir doch. Holen ja, es ist die ganze Zeit so im Kopf so. Und das hat voll irgendwie abgelehnt. Außerdem, ja, bin ich mit meiner Arbeit am Laptop fast fertig. Ich habe noch ein paar Mails, die ich machen muss, die jetzt am Nachmittag reingekommen sind oder zum Mittag. Und ich schneide ein Video für Michels Kanal. Ja, genau. Genau, schaut auf Michels Kanal. Da ist jetzt vor kurzem eine Abendroutine von ihr online gegangen. Und dieses Video, was der Papa schneidet, ist auch ziemlich cool. Die Kinder, die zwei Großen, haben schon Schluss, also ja, Lockdown, Schule halt. Wir können nicht wirklich viel machen, weil das Wetter draußen waschen. Ja, es ist wirklich. Er hat ja auch vollen Wettereinbruch. Er hat ja nur so ein paar Grad, so 2, 3 oder so. Sophie, hör auf mit deiner Zunge, sonst schneidet es ja. April. Der April-Witz ist nicht nur für den gesamten April, sondern für nur jeden Tag in April ist ein Feiertag. Oh. Nein, nicht so schlecki. Nein, nicht schlecki. Ja, deswegen. Oh, liebst du deinen Bruder? Okay. Was hat geklopft? Oh mein Gott. An der Tür war jetzt das Nachbarsmädchen. Ich habe den kleinen Frage nicht, dass ich euch 100 Euro so herumwippe. Sophie winselt jetzt, weil sie auch in den Garten will. Aber das geht nicht. Weil also das Nachbarskind hat geklingelt, und um die Lara nach draußen zu holen, weil die ja sich ausgemacht haben im Kindergarten, dass sie Fahrrad fahren. Und deswegen ist der Papa jetzt auch mit rausgegangen, weil die Luisa auch mit wollte. Und das ist ein bisschen, ja, man kann die Kinder jetzt auch nicht alleine hier Fahrrad fahren lassen. Also wir wohnen schon im ländlichen Gebiet, aber da sind auch mal Autos, ne? Und ja, jetzt sind die draußen. Jetzt aktuell sind sie, glaube ich, bei uns im Garten. Also Fahrradfahren ist schon wieder Geschichte. Ja, mal schauen, ob er hier einschläft. Er weicht auf jeden Fall keine Sekunde von mir. Es wird entweder zusammen hier auf der Couch gesessen und gekuschelt und geschlafen. Natürlich nur in Mamas Arm. Heute ist nichts mit ablegen. Er macht aber auch so extreme Schübe, also er kann schon so viele Sachen. Er brabbelt schon, also er spricht so, mitteilt sich schon mit. Er kann manchmal Sachen halten und er realisiert, dass er sie hält in der Hand. Er ist also schon richtig so, ja, jetzt habe ich ihn halt die ganze Zeit gestillt und er findet irgendwie nicht in den Schlaf. Ja. Bitte? Was hast du gesagt? Ich glaube, Sophie möchte raus, also vielleicht Gassi. Sollen wir vielleicht den Patrick fragen, ob er mit euch Gassi geht? Na komm. Au! Okay, schaut mal. Warum ist die Katze von der Luisa hier? Oh. Wer von euch ist. Schauen wir mal, was die Michelle macht. Oh mein Gott. Ja, geht's. Alle zusammen. Geht nicht. Auf der Treppe. Okay, gut, geht. Was tust du denn? Gar nichts. Gar nicht? Machst du was für die Schule? Ja. Was denn?
Roblox spielen. Ich glaube, du musst mir helfen, oder? Mit, au, mit dem telefonierst du? Nein, ich muss, glaube ich, mit dir helfen. Hi. Die Kinder sind enorm zocken. Patrick, kannst du vielleicht diese zwei Pelzigen rausbringen? Oder geht's gerade nicht? Weil sie so machen. Ich will sie rausschmeißen. Hast du schon? Ja. Wir wollen sie nur in den Garten. Es geht nicht in den Garten. Das Nachbarmädchen ist im Garten. Ja, wie ihr seht, meine Kinder sind schwer beschäftigt mit Zocken. Aber ist ja auch okay, ne? Wenn Schularbeiten erledigt sind und so weiter. Also ich meine, Schulaufgaben alle erledigt sind, dann sollen die ruhig. Das sind Kinder, oder? Der Papa ist wieder im Haus. Kinderriegel, die kleiner sind als Kinder. Und ich schenke zusätzlich zu dieser Kindertorte noch so eine iTunes-Karte. Der schneidet gerade das Video von der Show. Jawohl. Und wir haben wahrscheinlich positive Nachrichten. Morgen fahren wir wahrscheinlich in die Steiermark und holen den Baubau. Oder Papa? Ja. Was sagst du denn für dich dazu? Ich bin. Woher kommst du? Oh, Tobi. Da kommt noch einer wie du, aber in blond. Sie ist in rote Variante. Sie ist Variante rot. Wir haben Variante rot. Und jetzt kommt noch rot. Blond. Blond. Und wenn nicht, dann behalten wir noch ein rotes. Ein roter Hund. Ein roter Hund? Was ist ein roter Hund? Falls sie rote Hunde macht. Ja. Falls ihr noch ein Baby haben wollt, nehmen wir keine her. Der Papa kann sich dann wahrscheinlich von keinem trennen. Die Luisa ist hier und hat einen Schnuller. Aber der Schnuller geht ja gar nicht mehr. Baby. Ja. Bist du ein Baby, Luisa? Mhm. Oh. Luisa, bald kommt die Schnullerfee, habe ich gehört. Die nimmt dann alle Schnuller mit. Und die bringt dir ein Geschenk. Ja? Willst du das? Die muss aber alle Schnuller hergeben. Zwei Stück, die geben wir der Schnullerfee und sie bringt dir ein großes Geschenk. Gibt es Schnullerfee? Mhm. Ja? Gibt es eine Rechnungsfee auch? Wenn ich meine Rechnung hergebe, dann zaubert sie ein Null auf die Rechnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Baba. Weiß ich nicht. So, und jetzt seid's bei mir. Ich mach kurz das Licht an, weil sonst könnt ihr mich vielleicht nicht sehen. So schaue ich aus. Ja, also ich habe das Video zum Schneiden ganz in der Früh angefangen. Ich habe leider nicht viel geschaut, weil ich ständig unterbrochen bin. Mal das, dann mit den Kindern draußen spielen und dann Mittagessen. Und jetzt muss ich dann weiter schneiden, weil das Video wird, glaube ich, morgen online gehen. Und morgen habe ich keine Zeit, das Video zu schneiden, weil vielleicht holen wir unser nächstes Familienmitglied ab. Das ist nämlich gar keine leichte Arbeit, denn das Rohmaterial ist 2 Stunden lang und daraus muss ich ein Video machen, das nicht länger als 10 Minuten ist. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich mich gerade am Abschminken und dann ist mir eingefallen, ach, ich habe noch gar nicht Tschüss gesagt und habe mir die Kamera schnell geschnappt. Heute bin ich ein bisschen durch den Wind, ich weiß nicht. Der Kleine war ein bisschen so knarzig und ist die ganze Zeit nur auf mir gehangen. Dann dieser Gedanke, ah, mit dem Hund, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Das war, ich habe mich ein bisschen den ganzen Tag so, ja, so ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, Stilldemenz kickt richtig rein. Muss mir wieder mehr Listen schreiben, ich muss mir wieder mehr bewusst aufschreiben. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen heute durch den Wind gewesen, vergessen, dass ich irgendwie vlogge und dann, ja. Lara und die Luisa sind schon im Bett und ja, Michelle, Patrick und Papa sind noch im Wohnzimmer. Ich schminke mich jetzt gerade ab, ich bin eigentlich eh schon fast fertig und werde dann auch zu denen rübergehen und dann werden wir dann eh bald schlafen gehen, weil naja, ist noch nicht so spät, aber zumindest einfach gechillt ins Bett legen und ja, Fernsehen oder sowas. Ich schaue so gern Dokus und aktuell schaue ich gerade auf Sky so eine Dokumentation über Tiger Woods. Also ich interessiere mich null für Golf oder so, aber diese Dokumentation ist echt interessant. Ja, also nur für die Leute, die Sky haben. Ist nicht so schlecht, das ist der Doku.
Und ja, die schaue ich mir aktuell gerade an. Ich bin jetzt schon bei Folge 2. Es gibt, glaube ich, nur 2 Folgen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ah, und bald fängt meine liebste Lieblingsserie an, wieder im Fernsehen. Und zwar Grey's Anatomy. Oh mein Gott, ich liebe Grey's Anatomy. Ich habe aber die 16. Staffel noch nicht gesehen. Die habe ich nämlich verpasst im Fernsehen und die möchte ich mir jetzt irgendwie online anschauen. Und ich habe Disney Plus gekündigt. Jetzt weiß ich nicht, ob es auf Disney Plus aktuell läuft. Oder ich schaue es mir auf Join an. Das habe ich nicht, aber ich kann es 30 Tage kostenlos testen. Ziehe mir das in ein paar Tagen rein, Grey's Anatomy. Damit ich dann up to date bin, wenn es dann richtig losgeht mit Staffel 17. Eine krasse Staffel 17. Bin eh gespannt, wie lange Grey's Anatomy noch läuft. Naja. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, irgendwelche Serienempfehlungen, Netflix, Amazon Prime, Sky, egal. Ich nehme alles. Irgendwas, was ich unbedingt sehen muss. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gesehen, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Serie, die ich noch nicht kenne und ihr mir empfehlen würdet, dann do it. Na gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden, mein Gesicht noch abreinigen und morgen holen wir den Hund. Freue mich schon, deswegen bis morgen. Ich werde euch natürlich mitnehmen, wenn ihr den Hund holt. Natürlich.